Wir sind hier heute in Hohenstücken in der Brösestraße. Und wir sind hier heute, weil wir auf unsere Ausstellung aufmerksam machen wollen, die heißt DDR auf 60 Quadratmeter. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass wir den Künstler Martin Maleschka gewinnen konnten, der seine Wohnmaschine 3.0 hier in Brandenburg an der Havel zeigt. Martin Maleschka, bin Architekt, also habe Architektur studiert, Architektur abgeschlossen, habe mich aber dann mehr oder weniger mit Fotografie beschäftigt, mit Kunst, Design, alles was eigentlich so im Zeitraum von 1950 bis 1980 oder Ende der 80er Jahre, also alles was zu DDR-Zeiten produziert, gebaut, gehandwerkelt wurde, habe mich damit befasst. Und ich wurde eben gebeten, weil ich eben schon zwei künstlerische Installationen einmal in Eisenhüttenstadt, einmal in Dresden gemacht habe, ist eben die Frau Fischper auf mich aufmerksam geworden von der WBG und hat mich eben gebeten, hier in der Brösestraße sozusagen eine künstlerische Installation in einer Plattenbauwohnung zu machen. Die Wohnung ist sozusagen in ihrem Rohbauzustand, wenn man so will. Und ja, und hier habe ich jetzt sozusagen künstlerisch etwas in die Wohnung gelegt, beziehungsweise in anderen Wohnungen über mir angehangen. Also wir sind jetzt hier im Gebäude von 1979. Ich bin 2 Jahre später geboren, in Eisenhüttenstadt, auch in einem Plattenbau. Und ich kenne einfach diese Wohnung in- und auswendig. Ne? Also ich fühle mich halt auch hier wohl einfach. Ne? Also wenn ich in diese Regionen komme, also ich bereise eben sozusagen auch ostdeutschlandweit jedes Neubaugebiet und dokumentiere das eben auch auf die Veränderungen hin nach der Wende, vor der Wende, was man eben noch an Originalsubstanz findet, was eben natürlich nicht. Naja, und die Originalsubstanz, die schwindet immer mehr. Wir sind jetzt gerade hier in einem Gebäude, was eben noch original von außen, also von der Fassade her, ziemlich original erhalten ist, was natürlich auch schön ist, weil sowas findet man nicht mehr so häufig. Ja, und deswegen habe ich eigentlich auch extreme Lust auf dieses Projekt auch gehabt, weil natürlich erstens das für mich sehr gut vorbereitet wurde, definitiv. Also großer Dank an die WBG. Und weil es natürlich auch in einem Gebäude ist, was eben noch diesen bestimmten, naja, ich sag mal, schon nostalgischen Charme noch hat. Im Erdgeschoss fällt man eigentlich in die erste Wohnung, die sozusagen eine künstlerische Installation von mir ist. Es sind Alltagsgegenstände aus der DDR, also alles, was man sozusagen im Haushalt jahrzehntelang verwendet hat, zum Teil heute immer noch verwendet. Das ist eigentlich das Tolle daran, dass man da sozusagen ja, genau an einer Schnittstelle ist. Die Leute kommen halt rein, die sehen das, erkennen viele Dinge wieder. Wir sehen hier nicht nur die Ausstellung, sondern auch Wohnungen im Rohbau und dass man sich die Grundrisse hier vorstellen kann, was passiert, haben wir auch Fotos angehangen, Grundrissvarianten zeigen wir und wir zeigen Bilder von Kalendervarianten, von Fotomotiven, die letztes Jahr von Mietern, Brandenburgern bei uns abgegeben worden sind. Das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, dass da sozusagen die Leute aus dem Wohnquartier, aber natürlich auch aus der Innenstadt hierher kommen, sich das angucken und sozusagen ganz, ganz viele Geschichten auf einmal sozusagen hervorgerufen werden, ne? Und man sich dann eben austauscht. Das ist eigentlich das Tolle, glaube ich. Also das, was ich bei den anderen Wohnmaschinen erlebt habe. Los geht's am 10.07. Immer samstags, 3 Wochenenden, werden wir die Ausstellung zeigen. Vormittags 2 Stunden und nachmittags 2 Stunden. Und da wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir das mit den Corona-Bedingungen umsetzen können, bitten wir aktuell noch, dass man sich bei uns telefonisch bei Frau Linzen meldet, die dann Termine vergibt, damit wir handeln können, dass hier nicht zu viele Gäste die Räumlichkeiten betreten.